Hallo, willkommen beim Wohnhotel Golf hier im windigen, eiskaltigen Lüttitzburg an der Nordsee. Du wirst mich jetzt gleich beim vollen Schwung, beim Pitch und beim Putten sehen. Ich mache dort bei jedem Schlag eine ganz besondere Übung. Und was siehst du? Falls du es gesehen hast, ja, ich hatte meine Augen zu. Warum das eine so effektive Übung mit dem Ball ist, werde ich gleich erzählen. Oh, jetzt gleich fängt es an zu regnen. Bevor ich das tue, im August mache ich eine Golfreise in Südafrika. Und das wird Whale-Watching, Safari und Golf sein. So, falls du so eine Last-Minute-Reise mit mir machen möchtest, unten in der Beschreibung findest du den Link. Okay, so warum ist das Trainieren mit geschlossenen Augen, mit Augen zu, so hilfreich? Ich werde jetzt diese Frage beantworten und dann dir auch sagen, was ich bei jeder Übung denke, bei meinem Spiel. Vielleicht werden meine Schwunggedanken mit geschlossenen Augen dir auch helfen. Nur das Schwingen mit geschlossenen Augen ermöglicht es uns, den Schwung umzusetzen, so wie wir den Schwung haben wollen, wenn wir den Ball schlagen. Man sieht immer, der Probeschwung sieht super aus, aber mit Ball setzen wir das, was wir umsetzen müssen, nicht um. So, wenn du in der Lage bist, mit geschlossenen Augen zu schwingen, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, die Sachen umzusetzen, weil das Ziel, die Ablenkungen sind nicht da. Du kannst dann spüren, was du tun musst. Okay, so beim Putten, was habe ich da gedacht? Das Training mit geschlossenen Augen beim Putten hat mir enorm geholfen. Ich habe in der Vergangenheit beim Putten gezückt. Ja, ich hatte die Jips. So, worauf ich achte, ist die Endposition. Also nicht an das Treffen. Meine Gedanken sind nicht, wie ruhig meine Hände im Treffmoment sein sollten, sondern meine Gedanken sind, den Schläger mit einer langsamen Beschleunigung in eine Endposition zu bekommen. Beim Pitchen unter Druck ist es bei mir der Fall und auch sehr oft bei meinen Schülern, dass der Unterkörper zu sehr stehen bleibt. Es ist wichtig, beim kurzen Spiel, bei den kleinen Pitches, den Bauch zu drehen während des Schlages. Wenn man das nicht tut, dann machen die Hände Dinge, die die nicht machen sollten. So, was ich hier tue, trainiere ich ein Öffnen des Körpers durch den Ball, während ich den Schläger release. Beim vollen Schwung ist es mir sehr wichtig, dass ich den Rechtsball nicht spielen kann. Ich möchte über den Ball stehen und wissen, dass der Ball nicht nach rechts verschwinden kann. Wenn ich dieses Wissen habe, dann ist es möglich für mich, meinen Körper durch den Ball zu öffnen und dadurch einen besseren Kontakt zu erzeugen. So, was ich mit geschlossenen Augen sehr gut spüren kann und umsetzen kann, ist Folgendes: den Schläger vorne beim Aussonnen zu lassen und von dort in eine gelegte Position zu kommen. Ich bin manchmal eher so. Und dann den Handrücken etwas von der Uhr weg zu beugen. Und wenn ich das habe, brauche ich nur meine Hände wieder zu senken und den Schläger weg von mir zu releasen. Und so bleibe ich auf einer Ebene. Das werde ich jetzt versuchen. Mit Augen zu und meine Gedanken sind da. Und wenn ich dann anschließend die Augen wieder aufmache, staune ich mich immer, wie gut der Ballflug ist. So, ich hoffe, dass das dir gefallen hat. Mach das, das hilft. Ich freue mich auf deinen Daumen hoch und falls du es noch nicht bist, werde Abonnent von VH Golf.